Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft 1992. Keke Rosberg, Johnny Cecotto, Bernd Schneider, Kurt Thiem, Klaus Ludwig, BMW E30 M3 gegen Mercedes 190e 2.5 16V Evolution 2. 4 Zylinder, Drehzahlen jenseits der 10.000 Umdrehungen und ein unfassbar genialer Sound. Und an dieser Stelle stellt ihr euch natürlich die Frage, wie geil muss das damals gewesen sein, eine dieser Maschinen bewegen zu dürfen? Und genau deshalb sind wir heute bei Manuel von Menhardt Race Engineering, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Und deshalb freue ich mich, euch heute den Manuel vorstellen zu dürfen, denn der wird uns heute mal in die Welt der DTM bis quasi 1992 mitnehmen. Was haben wir hier für ein M3? Weil der sieht ja optisch schon mal relativ normal noch aus, aber unter der Haube haben wir ja was ganz Besonderes. Ja, da hat sich einiges getan. Erstmal zum Auto. Es ist ein originaler M3 von 91, einer der letzten gebauten. Außen sieht er noch relativ original aus. Das Besondere ist der Antriebsstrang, speziell der Motor. Es ist ein original 1992 Letztstand-Rennmotor mit Flachschiebereinspritzung und allem, was dazugehört. Außerdem ist das passende G-Track 6-Gang Renngetriebe verbaut. Alles am Antriebsstrang ist natürlich entsprechend verstärkt. Und entsprechend kostspielig, nehme ich mal an. Auch das für so einen kompletten Antriebsstrang muss man ca. 100.000 Euro in der letzten Ausbaustufe investieren. Letzte Ausbaustufe, was heißt das? Genau. Über wie viel Leistung sprechen wir jetzt hier bei sowas? Der Motor, so wie er hier jetzt ist, hat ca. 380 PS. Okay, und das aus einem Vierzylinder-Saugmotor. Gut, ich sage euch nur eins, Freunde, wir werden auch später mit dem Fahrzeug fahren und ich darf sogar fahren. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, gehen wir erstmal zu Manuels Spezialgebiet, nämlich Mercedes. Das ist auch der Grund, warum wir uns eigentlich kennengelernt haben. Nämlich genau deshalb. Das war ja quasi die Konkurrenz zum M3. Genau, mein Herz schlägt für den Mercedes. Der BMW war nur ein kleines anderes Projekt, ein Ausreißer sozusagen. Ich mache Rennmotorenbau, aber auch Revision der Serienmotoren, eben für speziell 16-Ventiler Evo und DTM. Und das hier ist ein kompletter Motor von mir. Ist ein 2,5 Liter Evo 2, ebenfalls mit Flachschieberanlage wie der BMW. Der Motor hat aber einen etwas früheren Stand, ist Evo 1 1989 Stand mit ca. 320 PS. Okay, und dann würde ich mal sagen, wir haben nämlich für euch schon drin was vorbereitet und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Also Freunde, jetzt sind wir quasi hier in der Motorenstube bei Manuel angekommen und ich habe eigentlich so die Grundfrage, wenn man an diese Autos denkt, ganz vergessen. Wie haben die es damals geschafft, diese Drehzahlen fahren zu können? Weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die sind ja zum Teil in den Motoren 10.500 Umdrehungen gefahren. Und original dreht der Motor 7, ne? Also, das ist schon krass. Genau, die 10.500 waren dann wirklich letzter Stand. Ja. Den Motor, den ihr hier in Teilen seht, der wird circa knapp 9.000 drehen. Marius kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe hier bereits die Kurbelwelle eingebaut. Ist eine Evo 2 DTM Stahlkurbelwelle. Also die ist aus dem Vollen gefräst? Genau, ist ein geschmiedetes Material und dann aus dem Vollen bearbeitet. Die ist auch, glaube ich, wahrscheinlich nicht so ganz kostengünstig, ne? Nein, das kostet tatsächlich Geld, aber es soll ja auch langfristig halten, dass der Kunde langfristig was davon hat. Und nochmal kurz für die Leute, das hier ist ja quasi der Serienmotorblock, der auch im 16V ist, im 190er. Genau, in dem Fall ein 2,5 Liter. Die sind außen verstärkt in der Verrippung und für die Drehzahlen einfach besser geeignet als die 2,3 Liter. Okay. Man kann aber auch aus einem 2,3 16V so einen Rennmotor bauen. Okay, verstehe. Los geht das Ganze, man nimmt den Motorblock, dann wird er entrostet, meistens im Tauchbad, je nachdem, wie schlimm die Lage ist.
Die Basismotoren sind ja jetzt auch alle zwischen 30 und 40 Jahre alt, das merkt man oft. Dann wird er neu lackiert und dann geht's zum Honen. Man sieht hier das Honbild, die Honbrille ist noch montiert, ganz wichtig fürs Honen. Die Brille simuliert den Anzug vom Zylinderkopf und macht die ovalen Zylinder sozusagen dann wieder rund. Dann geht's weiter, hier seht ihr Kolben und Gläuel, alles speziell angefertigt, alles meine Teile. Also die hast du quasi entwickelt? Die habe ich entwickelt, genau. Kommt hier auch eben in dem Motor jetzt zum Einsatz. Dann sieht man hier den kompletten Ventiltrieb. Das ist auch, entspricht kein einziges Teil mehr der Serie. Geht los mit größeren Ventilen mit dünnerem Schaft, spezielle Führungen, eine ganz moderne Ventilfeder, DLC-beschichtete Titan-Ventilfederzelle, dasselbe mit den Tassenstößeln. Und was dann wirklich maßgeblich für die Leistung ist, sind die Nockenwellen. Bei dem Motor kommt ein relativ zahmes Nockenwellen-Setup zum Einsatz, hat einfach den Vorteil, dass das Ganze auf der Straße noch so halbwegs fahrbar ist. Der Motor ist aber so gebaut, dass wenn man 20, 30 PS nochmal mehr will, dass man einfach andere Nockenwellen verwenden kann mit den entsprechenden Steuerzeiten. Und dann ist es auch wirklich ein richtiger Rennmotor, der auf der Straße dann eher schlecht zu bewegen ist. Okay, das heißt wahrscheinlich dann im Teillastbereich bei niedrigen Drehzahlen nicht so viel Leistung. Und natürlich auch, wo du es ja gesagt hast, das heißt, die Kolben und alles sind quasi und Ventiltrieb schon auf noch höhere Drehzahlen und Leistung ausgelegt. Genau. Oh naja, ich glaube, es fehlt nur noch der Zylinderkopf. Genau, ist der Standard 2,5 Liter Kopf, bekommt dann hier eine CNC-Bearbeitung für die Kanäle. Natürlich Ein- und Auslass sind hier schon die hier gezeigten Ventilführungen und die Ventile eben montiert, die Sitze geschnitten und der bekommt jetzt dann nur noch eine Endreinigung. Dann wird die Baugruppe hier eingebaut und dann kann der Zylinderkopf später auf dem Motor montiert werden. Was für so einen Motor speziell bei Rennstreckennutzung extrem wichtig ist, ist die Ölversorgung. Die Originalölwanne ist vom Volumen her sehr klein und auch nicht gut für die Rennstrecke geeignet. Nicht gut geeignet heißt für G-Kräfte, nehme ich mal an? Genau, für die Kurvenfahrt und auch das Ölvolumen von 5 Liter ist aufs Minimal dimensioniert. Abhilfe schafft hier so eine Original-DTM-Ölwanne von 1992. Von AMG, wie man sie gut erkennen kann, ja. Genau, ist dreiteilig, hat 7,5 Liter Volumen und damit wird das Ganze dann extrem haltbar für die Rennstrecke. Dann haben wir noch das Thema Ansaug, was bei den Motoren ja sehr charakteristisch ist und den Sound auch macht. Der M3 hatte original eine Einzeldrosselanlage. Die 190er haben eine Caeci Tronic, das ist noch ein deutlich älteres, schlechteres System. Und in der DTM wurde dann so ein schöner Flachschieber verwendet. Das ist auch ein Teil von mir, komplett selbst entwickelt, gefertigt. Und hier sieht man schon, wenn man Gas gibt, bei Volllast ist der Kanal komplett offen und es steht in der Mitte keine Drosselklappe. Genau, das ist halt der Vorteil, wenn man das Gas optimal Richtung Motor strömen kann. Genau, dann kommt hier eben noch die Airbox. Die sorgt dann für den charakteristischen Klang. Ja, das ist das Geilste, doch, ja. Genau, aber das werdet ihr ja noch hören. Ja, und genau, ich würde sagen, dazu gehen wir jetzt mal über. Wir werden nämlich jetzt mal gleich den M3 fahren. Thank you.
bisschen Schiss, aber der Marius wird das jetzt schon machen. Ja, ich hoffe es. Also ich meine, ich bin ja schon Autos mit weitaus mehr Leistung gefahren, aber trotzdem, also das ist einfach völlig... Ich meine, ihr hört das ja. Ich hoffe, ihr habt uns überhaupt verstanden, wie wir hier drin sitzen. Weil das ist ja eine Soundorgie und das weiß ich nicht, wie soll. So, Marius, denkt dran, 6-Gang-Getriebe, das heißt erster Gang nicht wie beim 16V, sondern ganz normal oben rechts wohin gehört. Wie beim normalen Straßenfahrer. Genau. Bremse. Alter, die Kupplung. Ja. Das heißt, ich fahre mal kurz einmal durch. Für mich fürs Gefühl, okay, doch, das geht. Also man spürt es schon. Ja, klar. Wenn man jetzt nicht so hektisch schaltet, dann geht's schon. Also, genau. Sagen, wir können ein bisschen Gas und dann ganz langsam kommen lassen. Genau, pass auf die Anstellung. Perfekt. So kommst du eh los. Perfekt, Marius. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Das erste Mal 2 Scheiben Rennkupplung. Ein bisschen bergab, aber war gut. Ich muss sagen, danke, Herr Fahrlehrer. So, aber ein Flachschieber ist mir so ein Ding. Das könnt ihr vielleicht nicht nachvollziehen, aber es ist echt komisch. Die Kupplung und die Bremse fühlen sich normal an, relativ. Also vom wie fest man drücken muss zum Trennen. Aber das Gas geht so schwer. Aber ich muss eins sagen, ne, wo du gerade den Fahrwerk ist, ist wenn ich in Rennen sitze, findest du nicht noch unkomfortabel. Ja, nee, also das ist echt bockhart, aber es, dafür geht es echt voll klar. Also hier, ne? Genau, weil spätestens 8 schaltest. Ich hoffe, ihr hattet zu Hause vor dem Bildschirm genauso Spaß wie ich gefahren bin, weil das war wirklich echt geil und vielen Dank, dass du mir das Auto anvertraut hast, weil das ist auch so ein Ding, wie gesagt, man kann auch in 2 Sekunden den Motor hochjagen und da muss man echt vorsichtig sein. Eine Sache muss ich auf jeden Fall noch ansprechen. Das Auto ist tatsächlich beim Manuel zu verkaufen und ich nehme an, weil der passt ja nicht so in die Kollektion, wenn du nur Mercedes machst. Genau, zwischen all den Mercedes und ich mache ja wirklich nur Mercedes, ja. 16 Ventiler Motorenbau, war es ein kleiner Ausritt in die BMW-Fraktion. Ich muss mir mal anschauen, ob die Motoren wirklich so gut gehen, wie alle sagen. In der letzten Ausbaustufe ist es wirklich brutal. Da geht einiges und genau, ich werde das Auto leider verkaufen. Mhm. Einfach, dass es mit anderen Projekten, ich habe ja einige, leider weitergeht. So, wenn jemand Interesse hat, darf er sich gern bei mir melden. Ich packe euch einfach einen mobile Link rein und wenn ihr allgemein Anfragen an euch habt, wenn ihr auch sowas haben wollt, dann könnt ihr euch gerne melden. Ich packe euch mal eine E-Mail oder einen Link oder was auch immer in die Beschreibung Zeit, rein. Natürlich. Und dann würde ich wie immer sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß und das Thema wird uns auf jeden Fall weiterverfolgen, denn ich muss euch noch eine Sache beichten, bevor wir jetzt hier Ende machen. Die Teile und der Motor, was ihr da hinten gesehen habt, das ist für mich. Aber gut,
genug gesagt. Also abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns dann hoffentlich bald im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.